Liebe Kolleginnen und Kollegen, den Pflegenotstand stoppen! In der Pflege haben Profit und Wettbewerb nichts verloren! Ich habe sowas Überwältigendes noch nie gesehen, so viele Leute. Wir haben vor 20 Jahren vom Wiesbadener Landtag mit 20 Leuten gestanden. Und ich hätte nie gedacht, dass das mal so viele werden und so eine Dimension erreicht. Der Druck muss auf der Straße stattfinden. Und da sind wir dabei und ich auch. Den Krankenhäusern mangelt es unglaublich an Pflegepersonal. Es ist einfach, die Zustände sind lebensgefährlich für Patienten. Wir reden hier über Menschen, die darunter leiden. Wir wollen eine menschliche Pflege mit mehr Personal und besseren Arbeitsbedingungen. Jede Schwester reißt sich den Arsch auf und kommt an ihre Grenzen.